seid. Ja, heute hat Maria eine eigene Kreation gemacht. Und zwar hat sie Sandwiches für Playmobil gebastelt. Das muss sie euch natürlich gleich zeigen. Ja, und Martin ist kein Sandwich. Macht euch da keine Sorgen. Ich habe sie nur mal so hingestellt, damit ihr euch das mal so vorstellen könnt. Ja, der Anblick geht es daher nicht so gut. Die müsste heute vom Kindergarten geholt werden, weil sie sich das Bein verstaucht hat. Also eher den Knöchel. Ja, aber jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr diese schönen Sandwiches machen könnt. Ich habe davon drei Stück gemacht und so sehen die aus. Ja, und die Maria hatte damit schon eine richtig gute Idee. Lasst doch schon mal gerne jetzt einen Daumen nach oben da, bevor ich euch gleich zeige, was ihr dazu benötigt. Ihr seht schon, ihr benötigt auf jeden Fall Fimo. Ja, den benötigt ihr eigentlich in fast jedem Pimp My Playmobil. Ihr könnt auch gerne mal abstimmen auf Instagram bei unseren Abstimmungen. Nur so als kleinen Tipp. Aber das müsst ihr natürlich auch nicht machen. So, hier habe ich 5 verschiedene Jackson-Farben. Braun, Gelb, Weiß, Rot und Schwarz. Und daraus müsst ihr euch etwas zusammenmischen. Und das soll dann so ein Backton. Das dann aussehen. Ich habe alles in einer Playmobil-Dusche. Passt bitte auf, dass es auch wirklich in eurem Gefäß bleibt oder in eurem Playmobil-Zeugs. Also das weiß ich ja nicht, was ihr dafür nehmt. Ja, und bei mir ist das Gute, da sind drin, da muss man halt immer etwas tupfen mit dem Pinsel. Und dann kann man damit schön die Burger verstreichen. Aber soweit sind wir erst am Schluss. Genau, nehmt bitte nicht euren besten Pinsel, denn Jaxel geht ganz schlecht wieder raus. Ja, es heißt Jaxel. Und ich sag noch mal etwas, das gibt es für 109 Euro im ID zum Beispiel. Ja, kein Scherz. So, ihr braucht aber Fimo Champagner oder Fimo Sahara. Ihr könnt auch weißes Fimo nehmen, aber Fimo Champagner passt am besten. Vorsichtig reinstechen. Und ganz wichtig ist es auch, das ist wirklich richtig wichtig, dass ihr eine Seite größer habt als die andere. Ihr könnt das auch gerade hier sehen. Ja, und nehmt euch eine klare Unterlage, bei mir ist sie jetzt nicht klar, aber dass ihr es einfach nur am Tisch seht. Und das könnt ihr dann einfach auch auf eurer Tischplatte machen. Oder ihr habt ein glattes Tischbrett. Das natürlich auch. Jetzt habe ich mir daraus 2 Pfannkuchen gemacht, die ich jetzt zu 2 Dreiecken formen muss, damit es auch richtige Sandwiches werden. So sollte das dann aussehen. Es blendet gerade etwas das Licht. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber man kann ja alles noch ganz gut erkennen. Genau. Ich nehme mir das eine und dann geht es eigentlich auch schon los mit dem Belegen. Für den Schinken habe ich einfach wieder Fimo mit weißem Fimo gemischt. Das müsst ihr alles ganz lang ziehen. Und ihr seht gerade, wie ich das meine. Also erstmal zu einem Rechteck machen, was eine runde Kante hat. Und dann immer weiter länger ziehen und länger ziehen. Und es muss nicht so sein, dass da jetzt das durchgerissen ist. Und wenn ihr kein Fimo soft nehmt, reißt das ganz oft durch. Das müsst ihr dann auf dem Brot verteilen. Es ist egal, wie es aussieht und danach kommt auch schon das nächste. Jetzt ist der Käse dran. Dafür nehme ich mir einfach gelbes Fimo. Ich glaube, jeder lernt in der Schule im Kunst, wie man gelb mischt. Also da muss ich jetzt kein großes erklären. Und ihr könnt natürlich auch gelbes Fimo nehmen und ihr könnt auch einfach ausprobieren. Macht alles. Ja, und dann könnt ihr das schön belegen. Genau.
So sollte das dann aussehen. Das Sandwich wird ziemlich hoch, aber das könnt ihr dann natürlich noch am Ende etwas glatt drücken. Das seht ihr auch gerade. Jetzt ist der Salat dran. Dafür habe ich einfach gelb, blau und etwas grünes Fimo mit weißem Fimo gemischt. Und das müsst ihr dann immer in ganz kleinen Häkchen an den Kanten verteilen, damit das auch so aussieht, als guckt da gerade der Salat raus. Jetzt ist nur noch die Tomate und das Ketchup dran. Und die müsst ihr dann einfach so ein paar teilen, dass das dann wie Tomatenscheiben aussieht. Genau, so sollte das dann aussehen. Und eine Ketchup-Haube. Genau, ja. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Alles schön draufklappen, runterdrücken. Und jetzt ist das Sandwich fertig. Aber halt, da fehlt doch noch was. Na klar, was bepinseln. Was sollte sonst fehlen? Schön pinseln, 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 pinseln. Ich bin kein großer Sänger, aber ja, ihr müsst es halt bepinseln. In eurer Backfarbe, die ihr euch am Anfang mit dem Jacksel gemischt habt. Ja, und Maria und ich sagen jetzt Tschüss. Tschüss.